Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mit den Emboss-Stickern, die ihr gerade gesehen habt, 10 Karten vorbereitet. Wenn ihr meine Videos noch nicht kennt oder das noch nicht wisst, ich klebe die immer vorher mit Flüssigkleber auf Cardstock und schneide mir die dann aus. Und dann benutze ich sie für die Karten, weil einmal finde ich es hübscher, wenn man so ein bisschen auch mit den Höhen spielen kann, als wenn man sie so platt auf die Karte klebt. Und diese Emboss-Sticker von Action sind wunderschön, kleben nur leider nicht so gut, deswegen nehme ich immer noch mal extra ein bisschen Flüssigkleber. Das war alles an Informationen, was ihr vorab wissen müsst. Ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar gleich mit der ersten Karte. Da habe ich ein Kartenrolling in 15x15 cm. Dann habe ich hier weißen Cardstock in 14x14 cm. Habe ich so Punkte drauf geprägt. Und dann habe ich alle Zahlen bis auf die 6 und die 0, die habe ich für eine andere Karte behalten. Ich habe gedacht, das kann man zum Beispiel auch gut zur Einschulung nehmen. Die werde ich hier so wild drauf verteilen. Habe dann einen grünen Kreis und einen weißen Kreis ausgestanzt, was drauf gestempelt und das kommt in die Mitte und die Zahlen dann drumherum. Fertig ist die erste Karte. Für die zweite Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann habe ich hier dieses wunderschöne Papier. Das passte so gut zu dem Block, zu dem Stickerset. Das gab es in einem Block bei Action. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es ist noch nicht lange her. Das ist aus meinen Restpapieren, wie alle Papiere, die ich so benutze. Genau, in 10 x 14,5 cm. Dann habe ich einen weißen Cardstock in 7 x 14 cm. Der kommt hier drauf. Da kommt unten dann noch so ein Wimpel reingeschnitten. Und dann habe ich diese Sticker. Die kommen dann noch hier drauf. Fertig ist die zweite Karte. So, für die dritte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, dann in 9,5 x 14 cm nochmal craftfarbenes Papier, das kommt dann hier drauf. Dann die fehlende 6 und 0, das wird eine 60. Und dann habe ich noch diese Sticker, die kommen so als Umrandung um diese Zahl drumherum.
Und schon ist Karte Nummer 3 auch fertig. Für die vierte Karte habe ich ein Kartenrolling in 13 x 13 cm. Dann habe ich hier ein Rechteck genommen und zwar in 6 x 10,5 cm. Habe mir das diagonal geteilt und dann bringe ich das jetzt hier auf, da und da, an die gegenüberliegenden Ecken und dann kommen noch diese Sticker dazu. Fertig ist auch Karte Nummer 4. Für die fünfte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann habe ich hier diese beiden Sticker. Ein Oval habe ich mir ausgestanzt in Craftfarbig. Und zwar ist das 9,5 x 6, irgendwas groß. Dann habe ich in 15 x 1,5 cm aus demselben Papier zwei Streifen, die kommen oben und unten dran und das kommt hier noch mit drauf. Fertig ist Karte Nummer 5. Für die sechste Karte habe ich mal wieder ein weißes Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann habe ich dieses Hintergrundpapier in 10 x 14,5 cm. Und diese vier Sticker und die kommen hier drauf. Fertig ist die sechste Karte.
Die siebte Karte wird jetzt farblich völlig anders, aber irgendwie passte mir das zu diesen Stickern. Und zwar habe ich dein Kartenrolling in 13x13, in 12,5x12,5 cm dieses Hintergrundpapier. Dann habe ich diese vier Kreise, das XOXO und den Vogel, und die kommen hier mit drauf. Fertig ist die siebte Karte. Für die achte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5x15 cm. Dann habe ich in 10x14,5 cm Papier wieder geprägt, weißes. Das gefällt mir im Moment irgendwie total gut. Dann habe ich diesen Streifen zerschnitten, und zwar einmal in 15 cm. Das hier mache ich mir wieder in die Karte, dann findet sich das Muster innen nochmal wieder. Das finde ich ganz cool. Dann habe ich hier diese beiden Sticker und diese beiden Blumen. Im Endeffekt hätte ich es gar nicht innen ausschneiden müssen, weil ich die da drauf klebe, weil mir diese Löcher irgendwie gefällt mir das nicht. Dann habe ich einen grauen Kreis und einen weißen Kreis. Da habe ich was drauf gestempelt. Der kommt dann hier noch mit hin. So, das ist Karte Nummer 8. Ich weiß nicht, ob ich noch was drauf machen würde an Halbperlen oder Glitzersteinen. Ich bin mir unsicher. Bitte schreibt mir, was ihr machen würdet, in die Kommentare. Das ist immer sehr hilfreich. Mehr kreative Köpfe sind, glaube ich, immer besser. Für die neunte Karte habe ich ein Kartenrolling in 13x13 cm, in 12x12 cm. Einfach weißen Kartstock, und wer hätte es gedacht, ich habe mir Kreise ausgestanzt, in Gold und Silber und einem Glitzer, und dann noch hier einen weißen, wo alles Gute drauf gestempelt ist. Dann habe ich diese Sticker, wo ist denn hier genau, die kleine Libelle darf nicht fehlen, und die kommen hier dann alle drauf. So, fertig ist auch Karte Nummer 9.
Ihr Lieben, wenn euch mein Video gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich sehr und ihr unterstützt mich damit auch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch das kleine Glöckchen. Dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Eine Karte habe ich noch, die 10. Karte. Da habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dasselbe goldene Glitzerpapier nochmal genommen in 9,5 x 14 cm. Dann habe ich hier einen weißen Kartstock ausgeschnitten, und zwar in 5 x 7 cm. Habe hier oben in die Ecke was gestempelt. Ihr seht jetzt gleich warum, weil ich habe hier nochmal so eine Ecke. Die klebe ich hier dann da drüber und die beiden Sticker kommen auch noch mit drauf. Fertig ist auch Karte Nummer 10. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wünsche euch alles Liebe. Tschüss.